In den Olympischen Spielen 1956 in Cortina d'Ampezzo erreichte Österreich 11 Medaillen, davon 4 goldene, 3 von Toni Seiler und einen von den Eisläufern Sissi Schwarz und Kurz Oppelt. Und umso gespannter war natürlich die Nation 4 Jahre später, als die 8. Olympischen Spiele in Squaw Valley 1960 in Szene gehen. Doch bei diesen Spielen in Kalifornien, in Amerika drüben, schaute es gar nicht gut aus für unsere Österreicher, denn bis zum letzten Bewerb der Alpinen hatten wir nur 4 Medaillen gewonnen, eine silberne und 3 bronzene und noch keine einzige Goldmedaille. Aber dann kam doch noch jener Tag, an dem Österreich Gold gewann. Es war Ernst Hinterseer, der im Slalom herunterkam. Im ersten Durchgang war noch der Deutsche Willi Bogner in Führung gelegen, aber im zweiten Durchgang der große, der strahlende Sieger, unser Ernst Hinterseer, seit damals der große Olympiasieger. Und den zweiten Rang erreichte auch ein Kitzbühler, nämlich der Hirsleitner. Also Silber und Gold für Kitzbühel, für Österreich beim letzten alpinen Bewerb in Squaw Valley. Und jetzt, 50 Jahre danach, ladet der Kitzbüheler Skiclub ein, um diesen damals großen Sieg zu feiern. Es sind ehemalige Olympiasiegerinnen und Olympiasieger hierher nach Kitzbühel in die Goldene Gams gekommen, um einen netten Abend zu verbringen. Es wird dann gemeinsam Ski gefahren und alle treffen sich hier noch einmal, um diesen großen Erfolg von Ernst Hinterseer, aber auch von Hirsleitner zu feiern. Am Rande sei auch noch bemerkt, dass der Ernst Hinterseer im Riesentorlauf bei diesen Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen hat. Ja, vor 50 Jahren bei den Olympischen Winterspielen in Squaw Valley, Österreich noch keine Goldmedaille. Und dann dieser Mittwoch, Ernst, du hast gewonnen, diesen olympischen Slalom und damit eigentlich die Ehre Österreichs gerettet. Wie war das damals? Ja, das war verdammt kritisch. Also den letzten Tag, also Österreich hat noch keine Goldmedaille gehabt. Wir haben zwar Bronze und Silber gehabt, aber keine Goldmedaille. Und das war natürlich zu der Zeit sehr, sehr dramatisch, weil der Toni Seiler natürlich 56 3 Goldmedaillen gemacht hat. Und da hat es natürlich geheißen, wir sind so schlecht. Nicht? Und dann haben wir eben noch das Glück gehabt, muss man auch dazu sagen, nicht, dass alles zusammengepasst hat. Ich war 5. im ersten Durchgang und der Hirs war 9. und ich bin dann Erster geworden und der Hirs 2. und das war dann schon sehr, sehr schön. War es eigentlich ein sonniger Tag? Kannst du dich daran erinnern, wie war das eigentlich? Es war ja irrsinnig langer Slalom damals, glaube ich. 63 Tore und 62 Tore. Ja, Michael, das war erstens einmal ein unheimlich schöner kalifornischer Pulverschnee-Mittwoch. Und das war fantastisch. Und die Slalom waren natürlich sehr, sehr lang. Der erste Lauf, glaube ich, hat 72 oder 73 Tore gehabt. Den hat der Shane Eriksson gesetzt. Und der zweite Durchgang, der hat jetzt 66 oder 68 Tore gehabt und den hat der Schweizer gesetzt. Und der ist so wahnsinnig schnell runtergegangen. Der ist so ganz kontrovers zu den Ersten, also nur gerade runter, so wie heute ungefähr. Und da haben der Hirs und ich gesagt, ja, jetzt gibt es eh noch eins, volle Angreifen. Und der Hirs gegangen, nicht? Und dann, ich bin Erster geworden und der Hirs Zweite, es war fantastisch. Ja, jetzt haben wir da den Silbermedaillengewinner. Der Ernst hat ja vorher schon eine Bronzemedaille gewonnen gehabt, nicht? Im Riesentorlauf. Und erst zwar war es Gold und Silber. Kannst du dich eigentlich nur erinnern, Hirs, was du für Startnummer gehabt hast? Warst du vor dem Ernstl du oder nachher? Weil ich habe Nummer 11 gehabt. Und der Ernst, warst du das noch? Nummer 5. Ich glaube, ja. Ja. Und dann hast du gesehen, der Ernst hat eine gute Zeit vorgelegt, hast du gedacht, jetzt geht es bei mir auch dahin, oder? Du habe ich schon gesehen, weil nur Nummer 1 habe ich gesehen, dass der Bogner nicht mehr so locker gefahren ist. Nicht? Durch das, dass er den ersten Durchgang besser gefahren ist. Und zweitens ist er von oben schon nicht mehr so locker gefahren. Und nachher ist er gestürzt. Nicht? Und dann habe ich gesehen, dass der Ernst Bestzeit hat. Dann habe ich mir gedacht, ja, wenn du halbwegs runterkommst, könntest du auch noch weiter vorkommen wie aus Netter. Ja, 50% der Medaillen in Squaw Valley hat der Kitzbüheler Skiclub gewonnen. Wie war das eigentlich damals? Heute ist der österreichische Skiverband, hat ein eigenes Haus und da wird die Mutter muss nachkommen, um zu kochen. Da hat es ja sicher ein olympisches Dorf gegeben und da wart ihr sehr wahrscheinlich alle drinnen. Und wie war das? Du, wir waren da alle zusammen, die ganzen Sportler drinnen, aber da hat es kein Österreich-Haus und nichts gegeben, da waren wir alle beieinander und das war natürlich ganz super, dass wir das mitgekriegt haben, nicht aus Pur, eh nie weggekommen von Kitzbühel, kommst auf einmal nach Amerika, siehst du so einen super Ort, wo alles beieinander ist, alles eng ist
Und die ganzen Sportler leben zusammen. Und das war für uns natürlich schon ganz gewaltig, dass wir das gesehen haben und dabei sein haben dürfen. Nicht? Ja, viele sprechen ja noch von diesen Olympischen Spielen, dass sie so familiär gewesen sind, ein kleiner Ort, das Squaw Valley. Und dann ist natürlich weitergegangen. Da seid ihr eigentlich dann alle beide zu die Profi gegangen. Und da bist ja du mehrfacher Profi-Weltmeister geworden und der Ernst hat dafür gewonnen. Das war, glaube ich, der Friedl Pfeiffer, der das dann gemacht hat, oder? Der Friedl Pfeiffer hat das angefangen, ja. Und das war natürlich unser Glück, Michael. Das war so fantastisch, dass wir einmal ein Geld verdienen, nicht? Weil wir haben zu der Zeit nichts verdient. Und ich habe doch da 62, 63, habe ich zwischen 300.000 und 400.000 Schilling verdient. Und das war natürlich für uns schon großartig, nicht? Also das war unser Glück eigentlich, nicht? Bei dir auch, oder? Du, bei mir ist noch, weil ich bin ja 4 Jahre länger gefahren wie der Ernst bei den Amateuren. Ich war bei der Olympiade 64 in Innsbruck dabei, habe leider natürlich beim 7. Tour schon eingefadelt. Dann war der Traum von der Olympiade vorbei. Dann im Ziel unten ist der Friedl Pfeiffer gestanden. Nicht? Und der wird mir das schon gesehen haben, dass ich frustriert bin. Dann hat er mich gefragt, ob ich nicht zu den Profi gehen will. Und dann bin ich noch sofort nach der Olympiade nach Amerika zu den Profi. 64 Gummi, bin nur ein paar Rennen gefahren. Und das Höchste war ja das, wie ich umgefahren bin nach Boston. Dann hätten wir ja der Ernst und der Arnold anholen sollten. Ich steige aus als Bauer, keine Ahnung, da in Boston allein im Flughafen. Ich sehe keinen Motorrad, ich sehe keinen Hinterseher. Haben sie dir versteckt? Nicht? Und ich stehe da mit meinen Ski und Ding da. Das Einzige, wo ich mir denke, wenn es jetzt ganz der Hut brennt, Retourkarten habe ich. Nicht? Jetzt, wenn der Hut ganz brennt, ja, dann muss ich halt nächsten Tag gleich wieder heimfahren, nicht? Wenn niemand da ist. Nicht? Weil ich aber nicht gewusst, wo das Profirennen ist. Nicht? Und auf einmal ist natürlich der Ernst und Daniel bei der Ecke vorgezogen, war ich froh, dass ich die zwei gesehen habe. Ja, dieser Abend ist eigentlich dazu bestimmt, wieder viele Geschichten auf, zweimal der Schranzkalli und wer halt alle da ist. Sind ja viele von den Siegern damals da und von den großen Stars. Und ihr beide seid ja dann weiterhin dem Skisport treu geblieben und seid Trainer geworden. Der Ernst ist Trainer sowohl vom österreichischen Skiverband wie auch vom deutschen Skiverband und du bist Tiroler Landestrainer geworden und heute noch der Benny Reich und die ganzen sind von dir eigentlich damals trainiert worden. Gell? Ernst, du bist also in die Trainerlaufbahn eingeschlagen und hast natürlich auch deinen Sohn, den Hansi, trainiert. Michael, ich muss noch was dazu sagen, zu dem, was der Hirsch jetzt gesagt hat. 1964 nach der Olympiade, weil der Hirsch nach Amerika gekommen ist. Der Andal und ich, wir waren schon 2 Jahre drüben, haben uns natürlich gut auskennt schon. Und Franz Kleisel, der hat uns angerufen, hat gesagt, Ernst und Andal, halt bitte einen Hirsch in Boston. Der kein Bub, der hört jetzt auf, der möchte Profi werden. Okay, machen wir. Das war für uns ein Erlebnis. Wie der Hirsch dahergekommen ist, da, gell, schon, Englisch hat er nicht gut kennen. Gell, natürlich, jetzt ist er am Schirch gewesen, am Burschen. Am Bierwein, gell, wir haben ja gesagt, das Bierwein, nicht? Du verstehst? Ja, aber trotzdem. Und dann haben wir gesagt, hier sei, da sind wir, gell, feiert nichts, alles okay. Gell. Und nachher ist es halt weitergegangen. Nicht? Dann sind wir Profi gewesen und bergige Zeit gehabt. Nicht? Und dann sind wir ja auch noch. Österreichischer Trainer bin ich geworden, dann 72, 74. Und da war der Hansi dabei, mein Bruder, der ist dann Silbermedaillengewinner geworden in St. Moritz. Ja. Ich bin eigentlich seit 1952 eigentlich den Skisport treu. Und der Stadt Kitzbühel, nicht? Das ist natürlich das Schöne. Und da sind wir heute noch stolz, der Hirsch und ich, dass wir heute noch ein bisschen was da können für Kitzbühel. Du bist ja jetzt Bergbahn-Aufsichtsrat drinnen, du verfolgst das Projekt Asten und so weiter und so fort. Und heute und morgen und übermorgen habt ihr eure Freunde da. Ich glaube auch eine tolle Geschichte, dass die alle hergekommen sind. Wo ich mir schon sagen, das ist ein Erlebnis, dass wir so viele gute Skifahrer nicht von 5 Nationen da haben, muss man sagen, das ist schon gewaltig. Ja, Ernst, du warst eigentlich der Hauptorganisator, bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden und ich möchte in dem Sinne einmal den Kitzbühler Skiclub unter der Führung von Michael Huber danken, dass sie, weil sie dann die ermöglichen ja das nicht, dass das finanziert wird und alles. Und da möchte ich schon einmal im Namen auch von mir und vom Hirsch Danke sagen, weil es ist wirklich sehr, sehr schön und ich hoffe, wir haben 2, 3 schöne Tage in Kitzbühel. Und jeder fährt heim und sagt, Kitzbühel war super. Ja, da am Tisch von den Legenden sitzt auch der Karl Schranz,
der ja das Hahnenkammrennen mehrmals gewonnen hat, aber auch dabei war damals 1960 bei den Olympischen Spielen. Und du erzählst jetzt die ganzen Schnurren, ich übergebe dir das Mikrofon. Bitte, bitte. Ich meine, was soll ich jetzt sagen über 60? Dass der Moltra und ich nicht starten haben dürfen, dass wir im Abfahrtslauf am Start schon verloren gehabt haben, weil unsere Ski nicht gegangen sind. Das ist logisch. Die Franzosen uns so überlegen waren mit dem Metallski, wenn der Duviard gebremst hätte und einen Schwung gemacht hätte vor dem Wasserfall, dann hätte er damals wäre er Olympiasieger gewesen. Nur er ist dort hineingefahren und ist runtergesprungen bis in den Graben und dort gelegen. Ja. Und nachher, jetzt kommen wir auf den Ernst. Ich meine, der Ernst, du hast damals Bronze gewonnen im Riesensalam. Der Ernst wäre an und für sich Silbermedaillengewinner gewesen im Riesensalam. Und der Stiegler, glaube ich, Goldmedaillen. Weil da hat man ein bisschen schon damals manipuliert, mehr sage ich nicht. Er hat dann Gott sei Dank für Österreich Gold im Slalom gewonnen und daher Silber im Slalom. Die haben Österreich gerettet. Ich habe zum Sulzberger gesagt, vorher schon, wenn die zwei nicht gewonnen hätten, so nachher, dann hätte er herschwimmen können über den Atlantik. Ich möchte Kitzbühel, dem Ernst, dem Hiers, natürlich dem Präsidenten danken für diese herrliche Einladung. Das ist das, was uns fehlt generell. Wir sollten öfter zusammenkommen. Wir wollen nicht immer nur bei Beerdigungen zusammenkommen, das negativ ist. Ich meine, wir sollten so in dieser Form zusammenkommen. Vielleicht können wir das wieder mal organisieren. Danke vielmals. Danke Kids TV.